Eine Stadt zu planen in Minecraft ist gar nicht so ohne. Und aus dem Grund werde ich euch durch alle Bauschritte mitnehmen, die ich gemacht habe, um meine Crafted-Stadt zu planen. Im allerersten Schritt habe ich mir überlegt, wie groß die Stadt sein sollte und habe die Größe anhand der Mauer definiert. Und wie ihr hier sehen könnt, war ich sehr fleißig und habe die ganze Mauer bereits fertiggestellt und außen rumgezogen. Das hat mich die ein oder andere Stunde im Stream gekostet. Wir haben das Ganze live gemacht. Wir sind immer Dienstag, Donnerstags und Samstag um 20.15 Uhr live hier auf YouTube und bauen immer wieder fleißig an der Stadt weiter. Und jetzt steht sie, die wunderbare Mauer, und begrenzt die Stadt in ihrer Größe. Nachdem die Größe definiert war, musste auch festgelegt werden, welches Gebäude kommt ungefähr wohin, wo befinden sich Plätze etc. Das habe ich anhand von einer Skizze gemacht und ihr werdet gleich feststellen, die Skizze war ganz grob und es haben sich auch ganz neue Orte ergeben. Denn wie ihr hier sehen könnt, habe ich ganz fleißig Grundrisse gelegt. Viele kleine rote und blaue Klötze. Wir werfen jetzt einen genaueren Blick drauf. Wir stehen hier mittendrin. Die roten Gebäude, das sind so die Wohngebäude und kleineren Arbeitsstätten. Die blauen Gebäude, das sollen die öffentlichen Gebäude werden. Und ihr seht auch schon, wir werden uns gleich noch dran machen, den weiteren Teil der Stadt fertig zu machen. Denn bisher haben wir nur den vorderen Bereich hier geplant. Und es gibt doch noch einiges, was wir hier machen müssen. Ich werde euch auch ganz am Ende oder mittendrin, ich weiß noch nicht genau wann, nochmal einen Überblick geben, damit ihr wisst, an welche Orte welche Funktionen hin sollen. Wir werden das jetzt dann auch gleich noch mit Schildern beschriften, dass ich selber nicht vergesse, welches Gebäude ich wo angedacht habe, und dabei erkläre ich euch gleich mal, wie die Orte aussehen sollen, die ich mir hier vorstelle. Ich beginne meine Runde hier vor dem Tor, denn ich möchte hier hineinkommen, und wenn wir hier reinkommen, weiß ich noch nicht, ob wir wirklich so auf die Treppe drauf schauen. Ich bezweifle es. Ist gut, dass man es gleich mal abläuft, schaut irgendwie doof aus, müssen wir ein bisschen anpassen. So ganz 100% zufrieden bin ich immer noch nicht, aber jetzt läuft das Ganze schon mal hier flach nach oben. Und Sinn und Zweck dieser Sache ist eigentlich, dass wir einen klaren Blick haben hinüber zum Rathaus. Das Blaue wird das Rathaus werden, hier steht ein Rathausturm. Und schauen, wie hoch der werden kann im Vergleich zur Burg. Aber wir haben Blick aufs Rathaus. Hier links ist schon mal das erste wichtige Gebäude. Das wird eine Taverne werden. Die Taverne wird auch das Gebäude sein, in dem ich den ersten Bürger unterbringen möchte. Und wenn ihr wisst, wie der erste Bürger heißen soll, oder wenn ihr vielleicht der erste Bürger hier sein wollt in der Stadt, bleibt dran. Nachher erzähle ich euch, wie ihr das werden könnt. Gegenüber von der Taverne, dem Wirtshaus, steht der Stall. Das wird nichts Riesiges, was Kleines, Feines. Aber hier kommt ein Stall rein. Wenn alle Leute hier reingeritten kommen, brauchen sie einen Ort, wo sie ihre Pferde unterstellen können. Einmal den Hufschmied. Und eventuell machen wir gleich so eine Art Schmiedenviertel und stellen hier noch eine kleine Schmiede mit dazu. Und gegenüber vielleicht sogar noch eine, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen viel. Müssen wir schauen, ob das hier Platz hat oder nicht. Alles in allem sind die Gebäude etwas kleiner gehalten und dadurch kriegen wir viele Gebäude eng beieinander. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr zu so einer mittelalterlichen Stadt passt. Alle Gebäude, die ich jetzt hier nicht beschrifte, das werden Wohnhäuser im klassischen Stil und bekommen höchstwahrscheinlich früher oder später irgendeine kleinere Profession. Das Gebäude, das hier über Eck geht, grenzt im Übrigen an zwei Plätze. An den großen Hauptplatz hier vorm Rathaus und an den kleineren Platz, der hier oben dann von der Kirche gesäumt wird. Und dieses Gebäude hat auch wieder einen besonderen Zweck. Das wird nämlich ebenfalls ein Gasthaus. Was in die Gebäude hier kommt, die direkt bei der Kirche stehen, mal schauen. Das kleine ist kein Gebäude, das ist ein Brunnen. Und hier haben wir noch viele Möglichkeiten offen für Schmieden oder Ähnliches. Da möchte ich mich aktuell noch gar nicht festlegen. Hier oben sieht man aber auch schon eindeutig am Grundriss, so ein bisschen in Kreuzform, kommt die Kirche. Und außenrum bin ich aktuell im Überlegen, ob ich vielleicht einen Friedhof mache. Oder ob ich es ganz wegmache. Da bin ich mir noch nicht sicher. Soweit ist der aktuelle Stand. Ich schnappe mir jetzt nochmal meine Elytra-Flügel. Beziehungsweise gehen wir durchs Nether und kaufen nochmal Wolle im Shop. Wir kaufen aktuell wieder nur rote Wolle. Wie viel passt in mein Inventar noch rein? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, du bist also ein Mensch, der mit der Landschaft in Minecraft nicht zufrieden ist. Ja, nee, nicht ganz. Ich will ja da die Landschaft draufbauen, sozusagen. Davon rede ich ja gerade. Okay, ja, ja. Ja, ist okay, ja, ja. Oh, das ist aber sehr gleichmäßig, was du da baust. Relativ gleichmäßig, ja. Sehr gleichmäßig. Sieht auf der Karte aus wie ein Fußballstadion. Genau. Ich habe es ja jetzt in so Grids unterteilt, damit es ein bisschen einfacher ist zu bauen, das Ganze.
Habe ich dir schon verraten, was das Ganze wird? Ich glaube, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Wonach sieht es eventuell aus, das riesige Ding hier? Ach doch, genau. Die Schildkröte. Ja, genau. Und die muss gleichmäßig sein. Ey, die ist ja riesig. Genau, aber ich glaube, das ist sogar möglich, das Ganze zu bauen hier. Weil ich bin ja jetzt schon relativ weit mit dem her. Nicht? Du unterschätzt das. Du unterschätzt, wie viel Erde das ist, glaub mir. Ja, 37.750. Du unterschätzt den Aufwand, aber mit der Erde ist ja dann nicht getan. Genau, und dann noch ein bisschen anpassen hier auf den Panzer und so weiter. Ja, noch ein bisschen anpassen und gutes. Ja, nee, hast ja gleich. Genau. Ich denke mal, bis morgen sind wir fertig. Ja, denke ich auch. Das sieht realistisch aus. Sehr, sehr cool. Ich würde dann einfach im Stream vorbeikommen und mir das fertige Ergebnis anschauen. Genau, morgen Mittag dann, ne? Morgen Abend wäre das. Also du hast ein bisschen Luft. Du kannst zwischendrin noch ein paar Dias für mich... Was? Ja, genau, ja. Wie viel? Riol schuldet mir noch 90. Mal schauen, wann die wiederkommen. Hilf mir nochmal. Die Schildkröte ist dann einfach nur hübsch oder ist irgendwie, wird da innen rein was gebaut, wird obendrauf was gebaut? Genau, obendrauf habe ich überlegt, ob das so eine kleine Siedlung hinkommt. Cool. Weil das ist ja sozusagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aus Avatar, der Herr der Elemente. Ja, das hattest du erzählt, genau. Und da leben auch, auf jeder dieser Schildkröten leben auch Menschen und auch auf der sollen ein paar Menschen leben später. Also baust du dann so eine kleine Siedlung drauf, wie ich da nebenan auf dem Hügel baue? So in der Art, ja. Ja, so also ein nicht kleines, so, feines Projektchen. Nee. Also nicht so groß wie deins und nicht so ausgiebig, aber überschaubarer. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Aber es wird also cool. Mach ruhig. Ich freue mich. Willkommen in Ablenkung. Aber ich bin dadurch natürlich jetzt noch nicht weitergekommen. Ein Teil habe ich schon. Wir haben nämlich eine Sache, die wir unbedingt klären müssen. Und die wäre die Bibliothek. Die gehört hier in den hinteren Bereich, aber irgendwie weiß ich noch nicht. Ich will nicht hier noch einen Platz machen. Oh, vielleicht stellen wir die Bibliothek hier einfach so längs rein. Das könnte funktionieren. Wenn wir hier hingehen und sagen, wir setzen die Häuser eher so. Und irgendwie kriegen wir die Bibliothek hier zwischen rein. Kriegen wir das hin? Ich habe aktuell auch noch keine Gebäudeform für die Bibliothek im Kopf. Ich mache die einfach. Ich mache einfach nur ein Rechteck. Keine Ahnung, ob das von der Größe und Form dann reinpasst, was ich mir da so vorstelle, falls ich mir was vorstelle. Besonders das Gebäude da hinten, wie gesagt, die Bibliothek, die hier drin liegt. Ansonsten noch hier hinten das Wohnhaus für Basti. Ich glaube, das ist eine ganz coole Location hier hinten, so ein bisschen erhöht, nah an der Burg. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihm gefällt. Jetzt würde ich mich gerne dran setzen und mal ein Gebäude basteln. Und dafür würde ich mir hier die Taverne mal rauspicken. Und wir beschaffen jetzt erstmal die Materialien dafür. Wir machen noch eine Sache, bevor wir unsere Materialien holen. Und zwar dokumentieren wir den aktuellen Stand wieder. Dafür habe ich ein paar Karten dabei und wir aktualisieren die Map hier. Nice. Mit den aktualisierten Karten wird gelandet. Und wir nehmen uns natürlich wieder ein paar Glasscheiben, frieren die Karten ein und bringen sie hier an den richtigen Stellen an. So sieht die Stadt in Planung aus. Oh Mann, wir müssen irgendwann dieses Gebäude hier überdecken. Sollen wir das mal machen? Weil das passt überhaupt nicht farbig. Das ist der aktuelle Planungsstand. Ist cool, dass wir den auch festgehalten haben. Wenn ich mir jetzt meine Holzkiste so anschaue, brauchen wir auf alle Fälle Eiche und Fichte. Das sind so die Holzsorten, die ich verwenden möchte. Hier stehen sie, unsere großen Bäume, die nur darauf warten, von mir niedergeschlagen zu werden. Das hört sich brutal an, aber so ist es. Schauen wir, dass wir ein bisschen an Holz kommen. Vorerst sollte das reichen. Ich bin ehrlich, ich glaube, mir reichen hier ungefähr so 4 Stacks und ein bisschen. Vorerst lagern wir mal den Großteil von dem Holz hier einfach ein. Und dann setzen wir uns hier hinten an unsere Taverne. Einen Stil habe ich mir so ganz grob überlegt, aber noch nicht so 100%. So schaut sie bisher aus, die Taverne. Mega cool. An manchen Stellen noch nicht ganz fertig eingerichtet, auch nur zum Teil. Kommt mal rein. Hier, da wird dann da steht der Barkeeper. Nein, wie heißt denn der? Na, da steht der Wirt. Der Wirt steht hier wahrscheinlich. Nimmt einen in Empfang. Ja, kommen Sie rein. Und hier ist die gute Stube.
da wird dann noch der, da steht der Koch und macht denen was Gutes zum Essen, eine Suppe oder so. Und hier oben kann man sich dann ein Bett mieten. Kein Zimmer, dafür ist kein Platz, aber ich werde hier so 1, 2, 3 Betten reinstellen, denke ich. Es gibt einen Weg hier hinten raus und da mache ich vielleicht so eine Art kleinen Mini-Biergarten oder so. Also halt 1, 2, 3 Stühl-Sitzgelegenheiten, wo man auch außerhalb essen kann. Das muss ich aber noch schauen, das machen wir dann, wenn wir auch hier die hinteren Bereiche entwickeln. Jetzt mache ich ein bisschen Feinarbeit und kleine Detailarbeit noch. Und dann ist sie fertig. Die Details habe ich jetzt ein Stück weit fertiggestellt, würde ich behaupten. Es gibt immer noch kleine Ecken, wo man machen kann. Ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen mit Grünzeug gearbeitet. Habe auch schon kleinere Ecken gestaltet mit Gerümpel. Hier würde ich wahrscheinlich sogar dann noch mehr Richtung grobe Erde tendieren. Und so werden wir ein Stück für Stück auch durcharbeiten. Das hier wird mit die breiteste Straße werden. Da müssen wir schauen, da wird nicht so viel rechts und links passieren vielleicht. Das sind dann so kleinere Gassen, auch wenn die noch mit 3 Blockbreite recht breit sein wird. Ja, mal schauen, wie wir das gestalten, so Stück für Stück einfach. Beim Innenraum möchte ich mit euch jetzt gleich noch ein paar Bilderrahmen besorgen und vielleicht noch das ein oder andere Element einbringen. Aber schaut mal, was ich geschafft habe. Ich habe es geschafft, hier oben 2 Zimmerchen reinzubauen. Da fehlt natürlich jegliches Deko-Element, wie eigentlich ausgemacht war für die Dorfbewohner. Aber das ist ja auch nur die Taverne, wo man eine Nacht schläft, eine Kiste braucht und eine Tür zum Schließen hat. Und man kann sogar hier oben noch, wenn ganz viel und ganz dringend ein Platz benötigt wird, hier oben was buchen. Ist aber nur für die Leute, die auch eine Leiter nutzen können. Aber ich finde es ganz cool, dass wir da jetzt kleine Zimmerchen untergebracht haben. Und für den Maßstab passt es eigentlich ganz gut. Um jetzt an Leder zu kommen, nutze ich mal das Nether. Ich weiß noch nicht, inwieweit das klappt und ob sich das rentiert, aber wir gehen auf Schweinejagd im Nether. Wenn wir mit der Schweinejagd fertig sind, kümmern wir uns darum, den ersten Dorfbewohner dorthin zu bringen, sollten aber dann in dem Zug auch schauen, dass wir diese Treppen erstmal unzugänglich gestalten. Und dann verrate ich euch natürlich auch, wie ihr es schaffen könnt, als erster Dorfbewohner in der Stadt einzuziehen. Wir schauen mal auf die Karte. Wir müssen irgend so einen roten Wald uns rauspicken für Schweinchen. Das schaut ja cool aus. Das heißt, ich fliege mal eben irgendwie Richtung Norden. So schnell, wie ich es mir erhofft hatte, geht es leider nicht. Deutlich langsamer. 30 Leder erst. Ich glaube, das reicht jetzt dann auch fürs Erste, auch wenn es nur 30 Bilderrahmen sind, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Der nächste Halt wäre jetzt mal Joe's Experience Farm. Dafür müssen wir aber erstmal den Weg zurück zum Spawn finden. Es wäre so ungefähr in diese Richtung. Wie cool schaut das bitte aus? Da will ich rein. Da baut irgendjemand gute Sachen. Ist Zander gebaut? Kann das sein? Ah, das unten war die Schwertspitze, die ins Nether steckt. Endgut. Hier geht's rauf zu Joe's Farm. Also ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist. Ich muss ihn mal fragen, aber das ist ein Weg, den man nehmen kann. Werkzeug ist repariert. Ich schaue mal, ob ich meine andere Spitzhacke noch reparieren muss. Ja, nicht wirklich. Ich krall mir etwas Holz. Und wir machen daraus jede Menge Sticks und machen 40 Item Frames. Und ich habe, glaube ich, auch noch Glas hier. Und wenn die das Rezept nicht geändert haben, genau, können wir auch noch 10 unsichtbare Item Frames machen. Fantastisch. Das würde ich gerne an, bei jeder Profession würde ich irgendwo so ein Schild anbringen. Das hier ist eine Taverne, da bringen wir so ein Schild an. Die Frage ist, ob das Schild hier unten nicht sogar cooler ist, auch wenn es dann eigentlich schwebt. Stört mich schon immer, dass die da so komisch schweben. Machen wir es so, dann machen wir es auf beiden Seiten, dann sieht man von beiden Seiten, was hier zu holen ist. Und wenn es uns irgendwann mal nervt und wir es anders optisch wollen, machen wir es anders. Jetzt ist es an der Zeit, den ersten Dorfbewohner darüber zu bringen. Und ich kläre nur kurz ab, dass er mir hier nicht abhaut. Das heißt, wir brauchen einfach noch ein paar Falltüren in Kombination mit Laternen. Denn ich würde die Aufgänge erstmal ganz einfach blockieren, indem ich sage, ab einer gewissen Höhe hier, zack, ist eine Falltür. Wir müssen nur schauen, wo die angebracht sein muss. Wenn sie doch darauf kommen, müssen wir die Treppendorfbewohner sicher machen und das ist ein bisschen anstrengend. So, so wäre ja der Weg. Aber da kommen mir doch die Dorfbewohner ganz normal rauf. Wir testen das. Vielleicht ist das schon Dorfbewohner sicher, vielleicht auch nicht. Irgendjemanden, wir, genau genommen sogar 2 Leute, entführen wir jetzt aus der Sicherheit der Burg in ein Dorfleben. Eigentlich ist egal wer. Nur den Kartografen nicht. Du nicht. Alle anderen ja. Weil mit denen habe ich noch nicht getradet. Die können auf alle Fälle noch da rein. Ich hoffe, wir schaffen es, dass er sich hier an ein Bett angewöhnt und an den Arbeitsblock, den ich ihm hier dann anbringe. Dafür müssen wir nur mal schauen, dass er seinen Beruf los wird. Schauen wir mal, ob das klappt. Bewohner Nummer 2 wird ebenfalls entführt.
Dem habe ich seinen Job schon genommen. Ich denke mal, dem anderen habe ich ihn jetzt auch genommen. Schauen wir mal. Ja. Oh, das war nicht so geschickt. Jetzt ist die Frage, akzeptieren die sofort, dass hier drinnen Betten sind? Entdecken sie die? Wahrscheinlich entdecken sie die gar nicht. Das könnte noch ein Problem sein, dass sie die Betten nicht entdecken. Dann müssten wir ihnen temporäre Betten hier außerhalb hinbauen. Drinnen ist ein Arbeitsblock, den könnte er finden hier hinten. Einen zweiten würde ich gerne noch hier irgendwo integrieren. Wer könnte denn hier noch arbeiten? Vielleicht stelle ich einen Kessel hin und wir haben hier wirklich einen Leatherworker oder sowas. So, jetzt wären hier zwei Arbeitsblöcke drinnen. Wir machen mal den Test mit dem hier. Findet er den Arbeitsblock? Er wollte direkt zurücklaufen, ne? Jetzt befreien wir mal beide und schauen, wo sie hindüsen. Jetzt ist Bewegung in sie eingekehrt. Was tun sie, was tun sie, was tun sie? Yes! Sie haben beide ihre Jobs anerkannt. Wenn ihr jetzt noch die Betten im Obergeschoss akzeptiert, was ich nicht glaube, dann wäre es genial. Sonst muss ich die Zimmer oben umbauen vielleicht. Das waren zwar eher als Gästezimmer gedacht, aber... Ja gut, ihr könnt ja sonst auch im Nebenhaus schlafen. Hier arbeiten und ich mache euch im Nebenhaus hier zwei Betten rein. Wäre auch noch akzeptabel. Wenn ihr der Erste... Wer war denn der Erste von euch beiden? Ich beschließe einfach, du warst der Erste. Wenn ihr der erste Dorfbewohner sein möchtet, der hier quasi in der Stadt wohnt, der Stadtbewohner, kommentiert einfach unter dem Video, warum ihr das verdient habt. Mit einem Satz, maximal zwei Sätzen, schreibt den Namen gerne hin, den ihr dem Dorfbewohner geben wollt. Es muss nicht eurer sein, es darf auch ein anderer sein. Schreibt also den Namen gerne dazu. Und gerne könnt ihr auch bei den anderen Kommentaren schauen, wenn jemand was Nettes geschrieben hat, könnt ihr sagen, ja, ich bin auch der Meinung, dass er der erste Bewohner der Stadt sein sollte. Ansonsten macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viert's euch!